Das Militärkommando Burgenland mit Oberst Gernot Gasser an der Spitze überbrachte Landeshauptmann Hans Niesel den bereits traditionellen Geburtstagsgruß. Umrahmt wurde die Gratulation zum 65. Geburtstag des Landeschefs von Musikstücken der Militärmusik Burgenland unter der Leitung von Oberstleutnant Hans Mirtl im Garten des Landhauses in Eisenstadt. Herr Landeshauptmann, ich darf Ihnen heute im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Befehlsbereiches Ihres Bundeslandes herzlich zu Ihrem bevorstehenden Geburtstag gratulieren. Ich darf die Gelegenheit aber auch nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken für die immerwährende und immer tatkräftige Unterstützung für das Bundesheer im Sinne der Sicherheit für das Bundesland. Ohne Ihr Engagement in so vielen Bereichen hätten wir manches nicht für das Bundesheer erreichen können. Und wir haben schon einiges vor, wir haben einige Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen, nehmen wir die Migration. Wir haben aber viele positive Entwicklungen, die der Herr Bundesminister eingeleitet hat, Militärmusik, Kaderaufwuchs, Schlüsseln, Stärkung des Militärkommandos, um nur einige Schlagworte zu nennen. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich auf eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit und ich weiß mich eines Landeshauptmanns sicher, der sich voll und ganz für sein Bundesheer im Bundesland einsetzt. Herr Landeshauptmann, von meiner Seite und von uns allen alles Gute, viel persönliche Zufriedenheit, Glück, Gesundheit und weiterhin so viel politischen Erfolg von unserer Seite. Herzlichen Dank, Herr Militärkommandant, Vertreter. Musik zuerst, Entschuldigung. Protokoll. Danke für die Bitte. Thank you.
Musikerinnen und Musikern bedanken für dieses Geburtstagsständchen. Es ist auch, glaube ich, erstmalig, dass 20% Frauen dabei sind, nicht von 10, 2 Frauen. Auch das eine gute und interessante Entwicklung und ich freue mich auch, dass es zu einer Aufstockung kommt, denn die Militärmusik hat im Burgenland einen großen und wichtigen Stellenwert, auch für unsere 90 Musikkapellen im Burgenland, weil viele Musikerinnen und Musiker eben eine sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung bei der Militärmusik gehabt haben. Ich muss auch dazu sagen, ich bin 16 Jahre Landeshauptmann und es war rückblickend eine wirklich gute Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer. Und wir haben auch, der General und ich, bei unserer Besprechung auch gesagt, es soll eigentlich und muss in dieser Form auch weitergehen, weil das im Sinne natürlich des Burgenlandes ist, im Sinne der Menschen ist und auch natürlich in meinem Sinne und im Sinne des österreichischen Bundesheers. Und das hohe Ansehen, das das österreichische Bundesheer im Burgenland genießt, denke ich, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Bevölkerung spürt, wenn man das Bundesheer braucht, dann ist es da. Ob es der Assistenzeinsatz in der Vergangenheit war, ob es aktuell der Assistenzeinsatz ist, ob es verschiedene Katastropheneinsätze waren und wahrscheinlich auch leider sein werden, das Bundesheer hilft professionell. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man versucht, möglichst keine Reibungspunkte zu haben, sondern zu sagen, ja, wir sind immer bereit, wie es auf meiner Medaille steht, stets bereit, eine gute Zusammenarbeit zu pflegen. Das ist, glaube ich, auch wichtig und ist auch fürs Burgenland wichtig, als kleinstes Land, dass man gut zusammenarbeitet, effizient ist und damit auch viel für die Bevölkerung leisten kann. Und ich bin auch sehr froh, dass diese ganzen Diskussionen Militärmusik, Militärkommando, da hat es ja viele Aussagen in den vergangenen Jahren gegeben, wie man das verändern will, und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man die regionalen Strukturen auch stärkt, dass es die Militärkommanden gibt, weil sie unmittelbar im Land tätig sind und die Herausforderungen des Landes kennen, die Situation kennen, den kürzesten Weg kennen. Also insofern, glaube ich, ist das absolut richtig und notwendig. Ja, und dass wir oder ich versuche, soweit es natürlich geht. Und ich glaube, es wird gar nicht in dem Ausmaß notwendig sein, weil der Verteidigungsminister
ja auch die Situation in Burgenland sehr, sehr gut kennt und Bedürfnisse auch kennt. Also insofern gehe ich grundsätzlich davon aus, dass es von dieser Seite natürlich für das Bundesheer im Allgemeinen, das ist seine Aufgabe, aber natürlich auch speziell für das Burgenland ein möglichst hohes Maß auch an Unterstützung gibt, dass der Dienstposten erhalten bleibt, dass Schwerpunkte gesetzt werden, dass von dem zusätzlichen Geld wieder einiges ins Burgenland kommt. Und ich muss auch sagen, es ist auch in der Vergangenheit sehr viel investiert worden mit der Kaserne Küssing, mit der Renovierung der Kaserne hier in Eisenstadt, mit den entsprechenden Zubauten. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass in der Zweiten Republik noch niemals so viele Investitionen in Burgenland getätigt wurden für die Infrastruktur als in den vergangenen 5, 6 Jahren. Ja, und insofern glaube ich, haben wir noch viel vor. Das österreichische Bundesheer, der Militärkommandant, die Soldaten des österreichischen Bundesheers und wie gesagt, meine Unterstützung können Sie zählen, weil ich das nicht nur mache, weil ich Landeshauptmann bin, sondern weil das auch meine Überzeugung ist, dass wir ein modernes, schlagkräftiges Bundesheer brauchen. Und diese Meinung habe ich eigentlich immer vertreten und werde sie auch in Zukunft vertreten. Danke für die Gratulation auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Danke. Danke.
Landeshauptmann auch im Namen der Mitglieder der Militärmusik alles Gute zu dem kommenden Geburtstag. Ich möchte fragen, welchen musikalischen Wunsch wir noch erfüllen dürfen. Ich glaube, es ist bekannt, ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist, dass wir den 6er-Sitz erschaffen. Geht das? Gerne. Ja, gerne. Ihr schafft es alles. Herzlichen Dank für die Gratulation. Und der 76er ist der Marsch des Nordens, oder? Auf alle Fälle, ja. Ja, danke. 56er. Schauen wir zu mir. Da bin ich. 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 Da